Ich habe nämlich mehrere Gesichter. Ja, du hilfst mir beim Rollerschrauben und ich beim Computer. Funktioniert Simon, wieder. Danke, Petra. Ich jetzt, wollte gar nicht zu jetzt euch. geht, ne? Ich muss hier mal Geht da doch am. den Ton wegdrehen, weil das hört sich beschissen an. 15 Leute sind schon da. Wollen wir ein bisschen plauschen oder was? Schreibt mal einer was. Oder habt ihr noch was vor? Funktioniert. Kevin, schön. Kevin Lipp. Okay, geht wieder. Ist der Ingo auch da? Ingo, schreib mal was. Aus dem Pott. Ingo. Kevin, funktioniert, danke. Hier wäre es das 2002. Toch, was heißt denn Toch? Ja. Ist heute Dienstag? Nee. Aber ihr seht doch, dass ich das Boxoutfit anhabe. Das heißt, ich habe einen Kampf zu viel. Ist doch ganz klar. Ne? Heute ist nicht Dienstag. Ich wollte auch eigentlich gar nicht zu euch. Ich wollte gucken, ob ich das mal meinem Boxkanal auch machen kann. Aber irgendwie funktioniert das dann nicht. Und jetzt wollte ich das mal antesten. Da habe ich gedacht, naja, klinke ich mich mal bei meinen Rollerfreunden ein. Weil ich höre eh bald auf mit der Boxerei. Ne? Weil so wie ich von euch beschimpft werde zum Teil, da muss ich einen Kampf zu viel haben. Was geht, Speedfighter? Ja, das frage ich mich auch gerade, was geht? Was geht nicht? Schönen guten Tag, lieber Rolf. Ja, Matthias. Horido. Ne? Was haben wir denn? 18 Uhr? Ja, ist ja schon eine Zeit, wo ein paar Leute zu Hause sind. Ne? Ja. Naja, normalerweise wollte ich, wie gesagt, ich wollte auf meinem Boxkanal das auch einrichten. Aber da ich noch niemals bei dem Rollerkanal so richtig klarkomme mit dem ganzen Kram, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist das schon ein bisschen kompliziert. Ich bin da immer noch nicht so richtig gut drauf. Ich muss mal die Kamera ein bisschen tiefer stellen. So. Ne? Irgendwie kann ich das noch nicht. Kurze Frage. Simon, was hast du? Wenn dein Roller nur ganz schwer angeht, ja, dann ist das scheiße, Simon. Das ist ja auf jeden Fall schon mal klar. Musste mal ein bisschen was machen. Wartung. Habe ich gerade ein schönes Video reingebracht und so über Wartung. Simon. Zündkerze sauber machen, Vergaser sauber machen. So eine Geschichte, mal einen neuen Luftfilter, mal gucken, ob die ganzen Schläuche alle in Ordnung sind und so. Das ist ganz wichtig. So eine Sache muss man machen. Vor allen Dingen jetzt im Winter, wenn das Ding gestanden hat. Da ist eh zu viel Feuchtigkeit und ein. Oh, Ingo, Mahlzeit, alter Junge aus dem Pott. Ingo, übrigens, mache ich jetzt hier öffentlich, damit Sie das mal hören. Sind zwar noch nicht so viele am Start, aber Ingo ist der Geilste. Ingo ist aus Dortmund und so und der ist echt ein cooler Typ. Der hat richtig Eier, der hat sich hinter mich gestellt, weil ich leider, ich hatte die letzten Tage echt viele Vollpfosten und da hat Ingo mal richtig reingehauen und hat mal seine Meinung gesagt und fand ich natürlich cool, ne, weil die meisten, das ist leider so, ne, die meisten quatschen nur rum, ne, sind anonym im Internet, heißen was weiß ich, Kuhmuckel TV oder irgend so ein Kram. Ingo heißt wenigstens Ingo und heißt mit Nachnamen, darf ich das sagen? Ingo, nee, sage ich jetzt nicht. Na, obwohl du hast Eier, bei dir könnte man das auch sagen, das weiß ich. Ne? Und die machen dann richtig rum und so und machen dicken. Zum Beispiel haben sie gesagt, das fand ich auch besonders cool, sage ich euch ganz ehrlich, mit dem Hund. Ja? Dass ich das nur machen würde, damit ich Klicks kriege. Ey, habt ihr euch schon mal schlau gemacht, was es gibt? Ich habe da irgendwie 1500 Klicks gehabt mit der Hundegeschichte. Die ganze Nacht hat mein Telefon hier geklingelt und so, ne? Ich war selber, das war keine Schauspielerei, ich bin kein Schauspieler. Ne? Heike Makatsch oder sowas, das ist Schauspieler oder Götz George war ein super Schauspieler, aber ich bin doch kein Schauspieler.
Ne? Und so, ich war da schon fertig. Ich bin nicht zum Training gegangen und all so ein Kram. Ne? Und das kommt bei mir nicht vor normalerweise. Ne? In 18 Jahren habe ich zwei Termine abgesagt. Aber das hat mich alles mitgenommen mit dem Hund. Ne? Weil Roller fahren kann man jeden Tag. Hey, so ein Lebewesen eventuell zu retten und so, das ist schon eine schwierige Sache. Aber da können wir morgen nochmal drüber sprechen. Ich habe heute jedenfalls verhältnismäßig gute Nachricht gekriegt wegen dem Hund und man hat mir auch ein Bild geschickt. Hey, das ist jetzt schon eine Lücke. Der ist jetzt schon mit 12 Wochen größer wie die meisten Hunde und so. Also, das ist ein ganz schöner Ochse. Wer sich so ein Ding nach Hause holt und auch noch mit dieser Krankheit, also der muss schon echt Eier haben und der braucht eine Wohnung, am besten Parterre. Und all so ein Kram, der braucht ein paar Mark, weil der oft beim Tierarzt ist, der braucht das richtige Fahrzeug, weil dieser Hund wird 70 Kilo schwer und so und sieht aus wie ein Pony nachher. Naja, aber da können wir morgen nochmal reden. Steht doch da, was steht da, Ingo? Ja, klar steht dein Name da, aber ne, man muss da vorsichtig sein. Ne, obwohl ich weiß, du bist ein cooler Typ und so, du hast da keine Probleme mit. Aber die meisten, ne, haben da irgendwelche Namen, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Da ist ja Walt Disney ein Scheißdreck gegen. Das sind ja Namen, wie kann man sich sowas ausdenken? Mag vielleicht auch mit der Registrierung zusammenhängen, aber die sind schon ziemlich komisch, die Namen. Ne? Und ich habe da wieder Leute gehabt, die haben mich so böse beschimpft. Gut, da muss man mit leben, wenn man im Internet ist. Was will man machen? Man muss damit leben, im Grunde genommen, dass die Leute einen beschimpfen, das sind halt sogenannte Prolls. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, das ist immer das Allergeilste. Also da waren wirklich böse Sachen bei. Ne, aber da kommen wir morgen drauf zurück. Dann haue ich hier auch ein bisschen in eine Pfanne. Ne, ich mache euch jetzt einfach mal ein bisschen heiß, dass wir uns morgen noch sehen. Aber die Netten, die jetzt da sind, ich habe auch keinen Bock, ich wollte zum Training. Aber ich habe nicht so einen richtigen Bock. Ich mache gerade meine Garage fertig, damit ich da schöne Videos machen kann und so ein paar andere Geschichten mit Roller. So. Ja, pass auf hier, du bist auch geil. Mit den China-Rollern und mit den Markenrollern. Das ist auch wieder so ein Name, da breche ich mir die Zunge ab. Da fliegen mir die Zähne raus, wenn ich den Namen ausspreche. Warum ich Videos mit China-Rollern mache und nicht mit Markenroller. Pass auf, schlage ich dir einfach vor. Schenk mir mal so ein paar Markenroller und so, ne? Schickst mir die am besten noch runter und dann kann ich auch welche mit Markenroller machen. Einige haben das immer noch nicht verstanden, dass ich nicht das mache, was ich will, sondern es wenden sich Menschen an mich, die Probleme mit ihrem Roller haben. Und sie setzen sich mit mir in Verbindung. Meistens schreiben wir so ein bisschen, dann irgendwann gehen wir bei, telefonieren mal. Und dann, wenn die nicht so weit weg wohnen, nicht in Stuttgart oder irgend so ein Kram, ich fahre ein Smart, ehe ich da bin, verstehst du, ist der Roller schon auf dem Schrott und so. Und dann gehe ich bei und fahre da vorbei. Und meistens erfahre ich erst dann, was für ein Problem da ist. Da sind sehr oft Leute, die auch wenig Kohle haben, ne, die harzeln. Zum Beispiel. Ne? Und das ist dann ein Problem. Und dann stehe ich da und dann sehe ich zu, wie ich den Roller in Gang kriege. Und da kann ich nicht sagen, ey, pass auf, kann ich natürlich. Ich brauche jetzt mal einen Aprilia oder einen Piaggio. Ne? Weil die Leute, die so eine Dinger fahren, eine neue Vespa für 4 Mille oder 4,5, die fahren mit ihrer Kiste auch in eine Werkstatt. Die scheißen sich nämlich darauf aus. Aber das sind alles Jungs, die ihre Roller lieben, die die jeden Tag brauchen, die aber keine Asche haben. Und so, und jetzt kommt Roller Rolf und hilft. Und ich mache das gerne. Und ich erlebe da wirklich Leute und Schicksale, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Das möchte ich hier nicht so preisgeben, weil das ist so eine Vertrauensbasis. Die erzählen mir da Dinge, sage ich euch ganz offen und ehrlich, die seht ihr nicht in Tatort und auch nicht im Fernsehen. Und wenn, dann sind irgendwelche Typen bei, entschuldigt, wenn ich das sage, die wichsen sich da noch einen drauf, wenn sie das hören. Ne? Naja, jedenfalls kann ich mir das nicht aussuchen oder ich will es mir auch nicht aussuchen. Ich fahre hin und wenn da ein China-Roller ist, dann machen wir den China-Roller heile und wenn da ein Aprilia-Roller ist, machen wir ein Aprilia heile. Ich war auch schon an der Vespa dran, 125, Baujahr 78. Originalzustand vom Feinsten. So. So, was haben wir noch? Ingo.
Ja, ach Ingo, wir traten nachher, wenn die Leute alle nicht dabei sind. Ne? Ja, das mit dem Hund, das ist auch klasse. Ne? Klar ist das klasse. Aber das Problem ist, ne, dass ich, was weiß ich, da 1000 Nachrichten gekriegt habe und sonst für ein Kram, die Leute teilweise noch echt scheiße mir gegenüber waren. Und das war einfach so, ich habe einen Anruf gekriegt, um das nochmal kurz anzusprechen. Haltet euch mal zurück mit euren Nachrichten, so schnell komme ich ja gar nicht hinterher. Ich will das jetzt nur kurz ansprechen. Und zwar sind das Leute vom Polizeihundeverein. Da habe ich mal Sicherheitsdienst gemacht und habe auch mal andere Geschichten da gemacht. Ne? Also Training mit einigen von den Leuten. Und die kennen mich ganz gut. Und die wissen mich einfach zu schätzen. Und die wissen auch, dass ich einen Hund über 16 Jahre hatte. Und ich bin ja mit Hunden groß geworden. Die Eltern hatten auch Hunde und, und. Und deswegen haben die mich angerufen in der Hoffnung, dass ich diesen Hund nehme. Das war der Hauptgrund. Da ich das aber nicht kann bei meinem Job, seht ihr ja, und dann auch noch losfahren und Roller schnauben und mit dem Smart und dritte Etage und diese ganzen Geschichten, habe ich mir gedacht, vielleicht finden wir jemanden. Also, wofür gibt es Facebook, wofür gibt es YouTube? Nicht nur für diese Kinderkacke, die die meisten reinsetzen, sondern man kann auch mal was Tolles reinsetzen. Man kann auch mal jemand helfen und nicht nur jemand in eine Pfanne hauen. Das können sie alle. Können sich da dann aufgeilen, im Grunde genommen, was da abgeht und so, machen einen Dicken und so, schreiben irgendwelche Sachen, du kleiner Hurensohn oder sonst für ein Kram und all sowas, ne? Sind anonym, haben kein Foto, du kannst keine Nachrichten draufsetzen bei denen, das sind immer die gleichen. Ne? Vom Prinzip her. Natürlich sind es immer verschiedene Leute, aber ich verfolge sowas ja. Ich bin ja sehr pingelig in manchen Sachen. Da ist einfach das Problem. Diese ganzen Leute, du kannst keine Kommentare auf deren Kanal setzen und so, ne? Da geht es schon mal los. Meistens haben sie selber gar keine Videos. Und so machen aber voll den Lauten, haben weder ein Foto noch einen originalen Namen da drauf. Also das heißt, sie sind eigentlich anonym. Sie gehen im Netz normalerweise unter. Wie im wahren Leben auch die meisten. Und deswegen müssen sie sich ja hinsetzen und müssen im Internet, sage ich jetzt einfach mal so, haben nette Menschen wie ich, die versuchen, anderen zu helfen und einfach auch Bock darauf haben, das zu machen, auf Rollerschrauben, auf Kontakt mit Leuten, die zu, auf Deutsch gesagt, zu ficken. Nur, bei mir klappt das eh nicht. Ihr habt ja meine Kommentare gelesen, ich versuche ein gewisses Niveau zu wahren, weil ich will mich nicht hinreißen lassen. Ich könnte die auch blocken, wäre ganz einfach. Oder mache nur so Striche hin oder irgend so ein Kram. Nee, aber ich setze mich damit auseinander, weil ich es extrem primitiv finde. Und so, und weil ich mir denke, wenn den Leuten keiner sagt, dass sie scheiße sind, manche wissen das gar nicht. Weil alle haben ein bisschen Düse vor dem, weil er einen Dicken macht und so, und da geht niemand bei und sagt denen das mal. Und ich sage denen ruhig mal, dass die irgendwo ein tierisches Problem haben. Ne? Und deswegen blocke ich die nicht und lasse die weiterlaufen. Ich habe in meinen 3,5 Jahren Rollerkanal, habe ich genau 5 Leute geblockt. Weil es mir irgendwann zu dumm war. Ich mache denen auch ein Friedensangebot. Ich sage dann auch, wollt ihr Krieg, dann müsst ihr das sagen. Ich kann das noch jahrelang machen. Ne? Naja, gut. Ingo, fährst jetzt was essen. Ich wünsche dir auf jeden Fall guten Appetit, Ingo. Ne? Wir drahten. Ne? Mach die Tür lose, alter Dortmunder Junge. Ne? Ich mag dich gut leiden. Kann man ruhig mal erwähnen. Da sind noch ein paar andere, die ich gut leiden mache. Man kann ja nicht bei knapp 12.000 Abonnenten alle Scheiße finden. Ne? Aber manche gucken einfach nur und so, damit sie sich amüsieren. Ist auch okay. Ne? Denen kann ich eh nicht mehr helfen. Aber wenn ich die zum Lachen bringe oder die haben einen netten Abend, im Fernsehen gibt es eh nur Scheiße, dann ist das auch ganz lustig und ganz gut. So, wollen wir mal gucken. Hunderolf. Ja. Hat man auch schon zu mir gesagt früher, weil ich habe mein Leben auf meinen Hund eingerichtet gehabt. Ingo, jetzt geh was essen. Los.
Ne? Als wir letztens Live-Telefon gemacht haben, da sahst du auch aus, als wenn du so ein paar Kohlenhydraten gebrauchen könntest. Außerdem bist du auch einer, wenn du in Rage gerätst, verbrennst du richtig. Dann musst du auch mal eine Currywurst mit Pommes essen. Ne? Gut. Hundefreund bin ich eh. Zirkus der Virus. Ja. Mach da einen Rollerolf an, Hunde. Nee, ich mach doch keinen Hundekanal. Dann müsste ich Katzen machen. Mit Katzen, da gibt es am meisten Geld drauf. Ich mach das nicht der Kohle wegen. Natürlich freue ich mich. Sag ich euch ganz ehrlich, wer freut sich nicht, wenn er ein paar Mark extra kriegt? Aber, ne, man darf das nicht sagen. Wenn ihr das wüsstet, was dabei rumkommt, ihr würdet euch die Mühe mit Sicherheit nicht machen, die meisten von euch. Ne, denn ganz zu schweigen, Benzinverfahren, ne, ein Film schneiden dauert meistens länger wie ein Film machen, dann brauchst du dreimal so lange, wenn du eine Reparatur machst. Ne? Goldkrone, was ist mit der Goldkrone? Das ist ein französisches Shirt, falls du das meinst, hat mein Sohn mir geschenkt. So. Andi, du hast ein Problem mit deinem Roller. Ja, was meinst du, warum wir beide Kontakt haben? Hä? Weil du dir denkst, da gibt es so einen Rentner in Hannover und den finde ich völlig geil. Die meisten nehmen doch mit mir Kontakt auf, weil sie ein Problem mit Roller haben. Nicht, weil ich ein geiler Typ bin oder einen lockeren Spruch drauf habe. Ne? Schreib mir über ein normales Ding, guck dir aber erstmal Videos an. Aber ich gucke mal hin, ob du da was geschrieben hast. Weil das dann ein Problem mit deinem Roller ist, ist ganz klar. 12.000 Leute haben Probleme mit dem Roller, deswegen im Grunde genommen habe ich letzten Monat alleine 5.000 E-Mails gehabt, die ich alle beantwortet habe. So, was ist jetzt mit deiner Schweinekiste, Andi? Ja, ist zu viel, das stimmt. Ja, aber damit muss man leben. Ich habe auch nicht gedacht, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe auch nicht gedacht, dass diese ganze Geschichte mich so überrollt. Seitdem ich hier auf Live mache und so, ne, bin ich ja nur durch einen dummen Zufall zugekommen. Ist es einfach so, habe ich Telefon und die Leute schreiben, machen, tun. Das ist mir ein bisschen viel. Ich muss auch noch mal arbeiten, Geld verdienen. Zwischendurch habe ich auch noch mal, wenn ich die Zeit habe, vielleicht Sex mit meiner Frau und so ähnliche Dinge. Ne? Essen muss ich auch noch. Meine Garage muss ich fertig machen. Das alles muss ich ja auch irgendwo, ne, muss ich das ja auch irgendwo geregelt kriegen. Kuhheuer, was hältst du von Peugeot Street Fighter 2? Ich weiß gar nicht, die Modelle kenne ich gar nicht alle. Das ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich weiß nur, dass Peugeot ganz gute Roller baut und Street Fighter ist immer das für die, die auf ganz hart machen und so. Der muss einen bösen Blick haben und toll aussehen und was weiß ich. Ist ja auch schön, wenn es toll aussieht. Na, das ist eine gute Sache. Ja. Naja, aber was soll's? Ne? Guten Abend. Champo 73, hallo Rolf, auch gut. So, was haben wir hier noch? Ey, der ist gut, Matthias. Matthias, du bist ein Geiler. Ich habe hier einen Matthias, ich weiß nicht, ob du das bist. Man hat ja bei den Mengen hat man ja mehrere Matthias. Aber du hast auch echt heute Eier gezeigt. Genau, das ist der Matthias. Ich freue mich, dass du hier bist. Ne? Habe ich extra mir Notizen gemacht hier. Könnt ihr mal, ich halte das meine Kamera. Ne? Da habe ich mir extra Notizen gemacht. Da steht Matthias super, ne? Und Ingo auch super. Weil die beiden, die haben echt Farbe bekannt. Das war völlig geil. Die haben einfach mal gesagt, dass es viele Leute gibt, die eventuell neidisch auf diesen ganzen Kram sind. Ne, ich halte das manchmal für sehr zweifelhaft, weil ihr ja gar nicht wisst, was da alles dranhängt. Ne, also das ist, ich bin da manchmal ein bisschen überfordert. Wenn du jede Woche ein Video machen sollst, auch noch bei dem Wetter, jetzt habe ich eine Garage, das ist ein bisschen besser, aber da frierst du dir die Flossen ab. Dann die Leute haben auch Hoffnung, die wollen auch, dass der Roller wieder schnell läuft. Also musst du raus und dann musst du was machen. Dann musst du das Ding schneiden und all so ein Kram. Was hast du, Tobi? Tobi.00.
Tobi, hast du noch nicht mitgekriegt? Du bist noch nicht lange bei meinem Kanal, ne? Ich halte von Drosseln und ähnlichen Dingen gar nichts, weil du willst nur wissen, welche Drossel, damit du die rausnehmen kannst. Ne, Tuning ist, da bist du beim falschen Kanal. Ne, es reicht, wenn ich getunt bin. Ne, ich nehme nämlich Doppelherz und Teil gegen Senk. Und mit Tuning im Grunde genommen, ich kann euch verstehen, dass er die Kisten schneller macht und so, aber ich will damit nichts zu tun haben. Weil das Thema hatten wir nämlich auch. Ich habe nämlich eine gewisse Verantwortung, weil ich im Internet bin. Und da ist es so, wenn ich Leuten im Grunde genommen eine kriminelle Sache, sage ich jetzt einfach mal so, ne, dass man gegen die Verkehrsordnung verstößt, dass die Betriebserlaubnis erlöscht, dass man den Führerschein weggenommen kriegt, dass man eventuell noch einen Unfall baut und die Versicherung bezahlt nicht oder erholt sich das Geld, wo man das ganze Leben lang dran bezahlt, wenn man Pech hat, holt man sich wieder. All diese ganzen Geschichten, die können nämlich passieren, wenn sowas nach hinten losgeht. Ne? Und deswegen unterstütze ich Tuning in keinster Art und Weise und öffentlich schon mal gar nicht. Ne? Weil man hat mir gesagt, ich habe eine gewisse Verantwortung, das weiß ich aber selber. Mit meiner Pulle Bier da bei dem letzten Video, habt ihr euch das mal angeguckt? Da regen die Leute sich auf, dass ich eine Zigarette rauche und dass ich eine Pulle Bier trinke. Auch noch so eine kleine. Ne? Und machen voll den Hermann, aber richtig den Dicken. Wie ich denn vor der Kamera ein Bier trinken könnte. Ey, habt ihr eigentlich einen Murmel? Wo sind wir hier? Hä? Im Tal zur Heiligen Mönche oder was? Ey, wenn es kein Bier geben würde, Mann, unsere Wirtschaft wäre kaputt. Außerdem sind die Deutschen bekannt dafür, dass sie Bier saufen. Ne? Da hängen viele Arbeitsplätze dran. Das ist das deutsche Nationalgetränk. Selbst in China, wenn die Bier trinken, denken die an Deutschland. Ne? Gut, die denken auch, wir essen alle Eisbein und Sauerkraut und laufen in Lederhosen durch die Gegend. Ne? Aber das sind die Bayern. Aber die Bayern sind in manchen Sachen schon ganz cool. So, gucken wir mal weiter. Ne? Aber ich wollte das trotzdem nochmal sagen, eben wie gesagt, wenn ihr da hier mir erzählt, eine Zigarette rauchen oder ein Bierchen trinken. Wisst ihr, ich mache das, weil ich das möchte. Und weil ich das für richtig halte. Und da kriege ich dann so Kommentare, ja, Jugendliche gucken YouTube und da sollte ich sowas nicht reinsetzen. Ey, wenn einer YouTube guckt, ich glaube, dann bin ich so ein kleines Problem. Der kann nämlich alles gucken, was auf YouTube ist. Und ich glaube, ich habe das mal gehört, so ein paar Millionen Videos werden jeden Tag da reingesetzt. Da sind Videos bei, sage ich ganz ehrlich, da schalte ich ab, weil ich als erwachsener, gestandener Mann mir sowas nicht angucken will. Weil es so brutal ist, wie irgendjemand eine Katze quält oder irgendwas oder seiner Frau in die Fresse haut und was es da alles gibt. Und da regt ihr euch auf, dass ich ein kleines Bier trinke, dann aber auch noch sage, ich darf nicht mehr trinken, weil sonst fahre ich zickzack, ich bin schließlich mit dem Auto da, so geht's nicht. All so ein Kram. Also, das sind doch Fällige. Ne? Aber gut, so ist das halt. So, ich gucke hier nochmal. Daniel, was ist mit dir los? Das geht immer so schnell. Und normalerweise wollte ich gar nicht drin sein. Wir sind morgen erst dran. So, Daniel, was hast du denn? Was? T64, Auspuff. Du hast ein Problem mit deinem Auspuff. Ja, und? Dann macht das Problem doch weg. Wo ist denn da die Schwierigkeit? Naja, Manschette, Gewinde, da muss man sich was einfallen lassen. Ne? Braucht ihr immer einen, der euch sagt, wo es lang geht? Natürlich mache ich das in einer gewissen Art und Weise. Ich finde das auch cool. Aber manchmal muss man einfach beigehen, muss sein Hirn einschalten und dann muss man überlegen, ich habe hier ein Problem und für dieses Problem brauche ich eine Lösung. Dann gehe ich hin und schweiße irgendwas oder ich mache ein neues Gewinde rein, ne? Manschette-Defekt, ja, dann macht er auf jeden Fall einen schönen Klang. Dann weiß die Polizei, dass du gleich kommst. Ist ja auch nicht schlecht. Ne, aber da musst du dir halt was einfallen lassen. Oder guck da mal meine Videos. Ich habe auch da eins mit einem 125er. Ne, der Typ hatte keine Asche, ist auf das Ding jeden Tag angewiesen und der Auspuff sah wirklich aus. Also das Leiden Christi ist ein Scheißdreck dagegen.
Und da bin ich schnell mal zu Kumpels hingefahren, die ich kenne, die haben eine Werkstatt, die wollten gerade Feierabend machen, aber Müller kam. Ey, Müller, sagt der Mann, und ich sage, komm, du musst mir noch helfen, ich muss das Ding fertig kriegen. Da hat er das angepunktet und ich bin mit Paste beigegangen. Ne? Hat mich nichts groß gekostet, der hat dann ein schönes T-Shirt gekriegt mit meinem Aufdruck drauf, nicht Rollerholz, sondern von den Boxen. Hat sich gefreut, ich habe ihm ein schönes Wochenende gegeben und konnte den Auspuff wieder ranbauen. Und der hat erst mal ein paar Monate gehalten. Haben sich auch wieder welche aufgeregt, wie ich sowas machen könnte. Es hat den Typ keine Kohle gekostet, der konnte erst mal wieder mit der Karre fahren und alles ist super. Ne? Also haut mir nicht immer so eine Dinger rein und wenn, dann wundert euch nicht, wenn ich euch die passende Antwort gebe. Ne? Ich habe schon wieder ein paar Kaffee-Intus, dann bin ich gut drauf. Manfred, was hast du denn? Das ist so schlimm mit dem Bier. Ha, Manfred, das meinst du als Scherz, deswegen sage ich da gar nichts zu. Aber vielleicht hat noch einer ein Bierproblem. Ich habe auch härtere Sachen im Kühlschrank. Ne, so ist das mal nicht. Wollen wir noch ein bisschen quatschen? 37 Minuten haben wir noch. Ne, aber es sind nicht so viele Leute am Start. Aber gut, die vernünftigen Leute, die arbeiten und gehen nachher in eine Kneipe und trinken Bier. Ne? Ich habe aber extra hier, seht ihr, zeige ich euch mal, hier, sagt vielleicht einige was, hier. Ist cool, ne? Da ist Wasser drin, damit er wieder runterkommt. So, was haben wir noch hier? Guten Abend, Rolf, guten Abend, Martin Rose, Trüffelking, oh, dich haben wir auch länger nicht gehabt. So, Martin Rose, was fragst du mich? Ja, Schutzblech. Weiß, Benzinüberlauf, danke, Schutzblech. Das sind auch nicht die großen Probleme. Wofür sind die zwei anderen? Die Schläuche. Ja, Mensch, das kann ich dir so auch nicht hundertprozentig sagen. Erstmal ist ein Überlauf und so, da muss ich mal ein Foto eventuell sehen, dann kann ich mich auch dazu äußern. Da ist schon von Modell zu Modell das ein bisschen anders. Manche haben eine Benzinpumpe, manche haben nur einen Benzinhahn, die Diskussion hatten wir auch alles. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, das immer zu sagen. Dann schickt mir doch mal ein Foto oder ein Video, ne, wo ich auch noch mal darauf hinweisen wollte. Das ist ganz wichtig. Aber ich mache jetzt erstmal, wartet mal einen Augenblick. Ich bleibe noch ein bisschen dran. Hier. Lindner Gilde, ein kleines. Prost. So. Ne, weil, ey, der Kaffee kommt mir auch schon aus den Ohren. Martin Rose kann auch von der Batterie kommen. Jan hat das geschrieben. Ja, warte mal. Nach der Winterpause plötzlich sterben wir. Ja, Mensch, aber das ist doch normal. Hast du recht, Jan, mit der Batterie. Ne? Wenn das Ding gestanden hat und wird nicht gefahren, ist logisch. Ne? Normalerweise nimmt man die Batterie raus oder man lädt die mal vernünftig. Das ist auch eine gute Sache. Mal schön durchladen, bevor das losgeht und so, ladet dann die schön durch. Und dann springt die Karre auch wieder an. Und dann erstmal ein bisschen vorsichtig, weil bei der Kälte das Öl und alles fließt alles nicht so richtig. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig rangehen. Was für eine Liste willst du sehen, Trüffelking? Soll ich dich auch drauf schreiben auf die Liste? Ja, auf was? Das ist die Frage. Ich habe hier zwei Seiten. Ich habe einmal hier auf der einen Seite habe ich die, die ich toll finde, und auf der anderen Seite habe ich die, die ich jetzt nicht so toll finde. Ne? Also zum Beispiel, ich habe ja Kandidaten. Wir wählen morgen, wählen wir, ne? Schaltet euch morgen auf jeden Fall wieder ein. Weil, pass auf, zeige ich euch. Ich muss mich mal kurz umdrehen. Das ist unhöflich, aber ich mache das. Wir wählen morgen nämlich den Vollpfosten des Monats. Ne?
Ich stelle den mal hier hin, damit er die Erinnerung hat, und stelle noch mal hier den Timer ein, damit wir nicht so lange machen. Ne? So, wir wählen morgen den Vollpfosten des Monats. Ich schlage euch da mal was vor. Prost. Und zwar, so, wo habe ich den denn? Ja genau, Klaus ist raus. Ne? Also Klaus ist raus, liegt ganz weit vorne. Aber ich muss euch ganz offen und ehrlich sagen, also Klaus Baum heißt er. Aber ich nenne ihn nur noch Klaus ist raus. Weil Klaus war so frech und so und auch so unhöflich. Und das fand ich alles nicht so schön mit Klaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich ihn dann immer zurückgeschrieben, Klaus ist raus. Ne? Das ist so wie auf dem Spielplatz, will keiner der mit dir spielen und so. Ne, weil er eben, was weiß ich, hat gerade die Sandburg kaputt gemacht. Und so ein Typ ist Klaus, glaube ich. Klaus hat mir jetzt geschrieben, das ist auch geil. Sein Sohn hat immer meine Videos geguckt. Und der guckt jetzt nicht mehr. Klaus, nicht, dass du dem das verboten hast. Der findet mich vielleicht cool, wenn er so einen kleinen Spießer zu Hause hat, der auch noch im Internet beigeht und anderen erzählt, was falsch und richtig ist im Leben. Der hat sich auch aufgeregt, Bier trinken, Zigarette rauchen, geht gar nicht. Klar, ne, wahrscheinlich gehörst du zum Orden, was weiß ich, ne, der christlichen Brüder oder irgend sowas. Naja, jedenfalls wählen wir morgen den Vollpfosten. Und ich habe hier auf dem Zettel, habe ich jedenfalls, Klaus ist raus, ne, der liegt schon mal ganz weit vorne. Und so, dann war aber das Problem, ich hatte hier noch einen, ich muss mal gucken, entschuldigt, wenn ich hier so runter gucke. Ne? Stefan Schwarz, genau, Stefan Schwarz war, glaube ich, auch noch ein Kandidat, weil der einfach gesagt hat, ich wäre unglaublich hässlich. Ne? Und das war jetzt noch harmlos, ich will die ganz schlimmen Sachen, will ich euch gar nicht sagen. Ne? Aber hat er jedenfalls gesagt, ich bin unglaublich hässlich. Finde ich auch schön, dass er sich dann einschaltet und guckt sich so einen hässlichen Menschen an wie mich. Wartet mal. Hier. Ne? Gut, wenn ich jetzt den Hut abnehme und die Brille. Ich sah auch schon mal besser aus. Gut. Ne? Aber ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Okay. Ne? Auf jeden Fall haben wir da so ein paar Kandidaten. Ne? Ich komme manchmal durcheinander, weil es ja so viele Leute gibt, die im Grunde genommen hier irgendwas machen. Ne? Und teilweise nicht nur schöne Sachen. Da gibt es ja echt Leute, Mann, ey, das ist ja, sage ich euch ganz offen und ehrlich, ne? Bei YouTube kann ja jeder was reinstellen. Egal. Da musst du nicht Rollerroll für sein oder Boxermüller. Nee, nee, das geht. Da kann jeder, stellt da was rein. Ne? Und da gibt es echt harte Typen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ne? Aber Klaus ist raus, hat mich echt begeistert. Klaus ist raus, ist auch einer, wo man auf der Seite was setzen kann. Also wenn ihr Langeweile habt, dann guckt mal, Klaus Baum, hat der sogar als richtigen Namen. Schreibt mir mal ein paar Nachrichten drauf. So, jetzt muss ich jetzt erstmal gucken, was ihr angibt. Klaus, sei mir nicht böse, ich habe dir ein Friedensangebot gemacht. Ich habe gesagt, wollen wir Ruhe einkehren lassen, nachdem du mich so beschimpft hattest, da hast du nicht mehr drauf geantwortet. Und jetzt erwähne ich das hier mal so. So bin ich, da bin ich ganz eigennützig mal. Ne? Obwohl ich sonst ja eine soziale Ader habe. Ne? Ich bin so ein Typ. Ne? So, was haben wir noch hier? Kanada TV. Oh, Street Fighter, Jan Street Fighter. Mensch, Roller Rolf, du bist einfach fantastisch. Willst mich heiraten? Ne? Aber ich bin schon verheiratet, das vierte Mal. Aber mit meiner Frau 20 Jahre, die ist die geilste. So, Andi. Muss los, bis morgen. Andi, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Morgen ist ja ein bisschen später, ne? Und kann ja sein, dass du noch was vorhast. Und um die Uhrzeit, ne, wie es morgen ist, ne, da musst du schon zu Hause sein. Bist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Älteste. Gut, wir sehen uns dann morgen, Andi. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. So, weiter geht's. Du müsstest wieder gehen. Was sagt mir der Engel hier? Was? Da müsste es wieder gehen. Wann müsste es wieder gehen? Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ihr hier so viele Dinge habt. Da kommt man echt durcheinander. Wir machen nochmal einen Neustart hier. Ey, das ist auch wieder North Rider. Wie lange rauchst du schon?
Ha, ich habe sogar ausgerechnet, wie viele Zigaretten ich schon geraucht habe. Ne? 18.653 Zigaretten. Habe doch auch ausgerechnet, wie viel Geld das gekostet hat. Könnt ihr euch ja mal ungefähr so, rechnet mal so eine Zigarette 20 Cent. Ne? Das war schon viel, da hätte ich mir ein neues Auto von kaufen können. Und ein Spitzenauto. Also ich meine jetzt sowas zum Beispiel von irgendwie VW, ein Phaeton zum Beispiel, ne? Mit einem riesen Diesel, der hinten rausrotzt, ne? Das habe ich in meiner Jugend mal gemacht, als ich noch top drauf war. Der verpestet die Umwelt, aber 50 Jahre verbieten war. Na gut, so ist das halt. Ne? Also ich rauche seit meinem 29. Lebensjahr. Ne, nach meiner Sportkarriere und so hat es mich dann voll erwischt. Da habe ich angefangen mit Rauchen, Kaffee trinken. Vorher habe ich das alles nicht gemacht. Ich ärgere mich selber darüber. Aber in der Beziehung bin ich ein bisschen weicher. Ich habe schon mal 4 Monate aufgehört, war echt klasse. Ein bisschen mehr Geld in der Tasche, habe anders gerochen. Wenn wir geküsst haben und so, hat meine Frau nicht gedacht, sie leckt einen Aschenbecher aus. Also das war schon cool. So, deine Meinung zum Jetfighter? Ja, du, pass auf, ich habe immer eine Meinung zu jedem Roller. Mir ist eigentlich scheißegal, was für ein Roller das ist. Wichtig ist, dass der Roller läuft. Wie der aussieht, ist für mich zweitrangig. Die inneren Werte zählen. Also so eine Kiste muss rennen. Wenn sie dann noch geil aussieht, ist es schön. Und der Jetfighter sieht für eure Verhältnisse schon geil aus. Aber ich bin Rentner. Ich stehe mehr so auf eine alte Honda. So ein Honda-Roller oder so ein Kram. Na, aus den 70er, als das so losging mit den Rollern. Da wart ihr ja noch nicht auf der Welt, vielleicht sogar eure Eltern nicht. Ne, das finde ich mehr cool. Und so, das ist für mich so eine Sache. Aber Street Fighter ist schon was Schönes. Wenn du zur Schule kommst, klatschen die Mädels und so, ne? Da läuft schon was. So. Bald ist eine Freche schon wieder weg. Ich kann hier kaum, kann man das nicht stoppen mit der Scheiße? Gib mir doch mal so ein paar Tipps, Mensch. Wenn ihr da so reinhaut und so, dann kommen so viele Nachrichten. Was hast du mal, eine Zigarette ausprobiert? Ja, ich probiere jeden Tag. Also bei schlechten Tagen bis zu 20 Zigaretten. Bei guten Tagen ist es die Hälfte. Je nachdem, oder wenn ich Seminare gebe, ich gebe ja auch Seminare, nicht mit Rollern. Aber so mit Boxen. Ich arbeite auch an Schulen. Ne? Boxen und Aggressionsbewältigung mit Achtklässlern. Finde ich ganz toll. Nur weil man immer schimpft, ich wäre so mit Bier trinken und all so ein Kram. Die mögen mich. Am Anfang haben sie auch ein bisschen Probleme, wie einige von euch. Aber im Grunde genommen, nachher mögen sie mich. Weil ich die nämlich akzeptiere und versuche, denen zu helfen und dass sie Freude haben und wir reden mal über dies oder jenes. Ach, meine Meinung zu Aldi 50. Ja, aber lass uns ehrlich sein, ist doch scheißegal. Die sieht gar nicht so schlecht aus und die war günstig. Und wenn die Karre läuft, ist okay. Schwierig wird es immer bei solchen Dingern, wenn du dran schrauben musst. Aber dann kannst du gar einen Roller Rolf finden. Der macht dann Abracadabra und so, schickt dir eine E-Mail und dann läuft dein Roller wieder. Nee, aber wenn dann den Kisten schrauben musst, das genau wie mit den Rex-Rollern, wenn die laufen, ist alles okay. Wenn du so mit so einem Ding bei der Werkstatt vorführst, dann machen die alle Mittagspause. Ne, das wird dann schon ein bisschen komplizierter. Naja. So, Martin Rose, was ist los? Ab in China, Flitz läuft. Top. Ja, natürlich, warum soll ein China-Roller auch nicht laufen? Lass uns doch ehrlich sein. Ne? Vespa ist auch ein China-Roller. Die ganzen Teile werden doch heute hergestellt. Mercedes oder sonst wie Kram. Die meisten Firmen kriegen doch viele Teile von Zulieferern. Die kommen aus China. Also wenn man das mal ganz richtig nimmt, die machen dann nur ihren Firmenstempel drauf. Stuttgart oder was weiß ich. Und, ne? Aber im Prinzip, ne, sind doch das fast alles China-Roller. Wenn du es so siehst. So, Jan Street Fight. Vier- oder Zweitakter. Ich sage ganz ehrlich, ich bin für Zweitakter. Auch wenn wir da Umweltdiskussionen haben. Bei 50 Kubik ist klar. Ne? Aber Zweitakter kannst du einfacher schrauben. Zweitakter sind in der Beschleunigung schneller untenrum.
und so. Und deswegen finde ich Zweitakter schon besser, weil Viertakter ist schon ein großes Kino. Wenn du da ein Motorproblem hast mit Einlass, Auslandsventile und so machen, da muss man schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Das traut ihr mir ja nicht zu. Aber irgendwann kommt mal einer, der das Problem hat. Ich habe ja jetzt so einen Viertakter stehen, aber ich zerlege den natürlich nicht, damit ich für euch ein Video machen kann. Vom Ding her würde ich das gern machen, aber ich schaffe mir ja nicht selber Arbeit. Das ist ja hochgradig dämlich. Ihr baut ja euren Roller, naja, manche schon. Manche bauen ja ihren Roller zusammen, bauen aus zwei ein und wenn sie fertig sind, sieht der geil aus und fährt nicht. Finde ich auch nicht schlecht. So, weiter geht's hier. Was haben wir noch? Scheibenbremsen. Ja, das geht so schnell. Jetzt habe ich gerade hier, der Roller fuhr nur 40. Ja, 40 ist ein bisschen knapp, wenn es keine Mofa ist, ne? Stand der rum? Ja, wenn da ein Roller rumsteht, sage ich dir ganz offen und ehrlich, lass uns ehrlich sein. Ne? Dann bist du eine faule Sau. Wenn ich einen Roller stehen habe und so und hab Bock darauf, Roller zu fahren, oder es ist mein einziges Fortbewegungsmittel, dann muss ich meinen Arsch ein bisschen bewegen, muss mich schlau machen, wende mich eventuell an Roller Rolf oder ein paar andere gute Jungs, gibt es ja auch noch, bin ja nicht der Einzige. Lass mir ein paar Tipps geben oder meine sogenannten Kumpels helfen mir ein bisschen. Meistens kommt da Scheiße bei raus. Aber ihr habt es dann wenigstens versucht. Ne? Und deswegen einfach beigehen und so, die Karre machen. Wichtigsten Geschichten sind immer, 90% aller Fälle hängen mit dem Vergaser zusammen, eventuell mit der Antriebseinheit, das heißt die Vario und so, ne? Oder irgendwelche Unterdruckgeschichten, Schläuche nicht richtig dicht. Luftfilter zu, hatte ich vorhin ein Telefongespräch, war ein ganz netter, irgendwie aus dem Stuttgarter Raum und so, der war cool drauf und da sind wir dann so verblieben, dass er gucken soll, ob die Kerze feucht ist und gucken, ob der Luftfilter zu ist. Dann verändert sich das Gemisch und so, das ist wieder ein Problem und wenn du Gas gibst, kriegt er zu viel Sprit und die Karre ist tot und läuft nicht mehr. Geh jetzt Mofa fahren, Trüffelking. Oh, dann bist du ja noch ein Teenie. Ne? Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, aber zieh dich warm an. Ey, weil Mofa fahren, jetzt bei dem Wetter, dann ist er so groß. Ne? Sag deiner Freundin, dass du heute nicht kommst, zumindest nicht mit der Mofa. Es sei denn, die wärmt dich nachher ein bisschen durch, dann ist okay. So, dann wünsche ich dir viel Spaß auf deiner Mofa, Trüffelking. So, was haben wir hier? Die stinken. Ja, Mensch. Ey, bist du schon mal wo lang gefahren, wo ein LKW fährt? Die auch teilweise durch die City fahren? Was meinst du, was da abgeht? Hast du da eine Nasenklammer auf oder wo ist da dein Problem? Das riechst du nicht, ne? Du riechst nur das, was du riechen möchtest. Du hast eine geile Nase. Also ich habe schon hinter Autos gestanden mit meinem Auto, da habe ich gedacht, boah, Scheiße. Ey, was für eine verrußte Karre. Na, das ist schon übel, kommen eh bald Fahrverbote. Die ganzen Dieselfreaks, die sind bald alle angeschissen. Na, dann können sie wieder neue Autos verkaufen. Echt, tun sich die Taschen voll. So, was haben wir denn hier noch? Wie steht's um die Jugendlichen? Ja, hier der Engel wieder. Die Mofas frisieren. Ich kann die verstehen. Dass die Mofas frisieren. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich hatte auch 1968 meine erste Zünder, 50 Kubik. Da haben wir auch ein bisschen was gemacht. Ich kann das schon verstehen. Aber ich will das nicht unterstützen und ich verstehe es. Deswegen halte ich es aber trotzdem nicht für toll. Weil, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt. Betriebserlaubnis erlöscht, Führerschein ist weg, Versicherungsschutz ist weg. Und so, wenn dir denn was passiert, Führerscheinsperre, Geldstrafe und deswegen, das ist nicht so cool. Prost. So. Meinen, was? Die Mofa hat einen Platten. Ja, ich auch. Also nicht in der Mofa, aber so mehr hier. Ne? Das kann passieren.
Ja, habe ich gerade gehabt bei meinem Motorrad, was ich jetzt fertig mache und dann verkaufe, hatte ich zum Üben für den Führerschein, habe ich euch aber erzählt, falls ihr meine Videos guckt. Machen ja viele gar nicht, die haben ja noch niemals ein Abo. So, ne? Obwohl das nichts kostet, ein Abo. Und ich freue mich ja. Ne? Desto mehr Abonnenten und so, ist ja toll irgendwie, ne? Sieht auch gut aus. Ich habe das Gefühl, ich tue was, was den Leuten gefällt und das finde ich schon cool. Ne, und insofern ist das eigentlich nicht die schlechteste Sache, aber am Platten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du ein ganz normales Ding hast, wenn du es ganz einfach haben willst, knallst du Reifenpilot rein. Wenn es jetzt nicht ein riesengroßes Loch ist, schließt sich das und dann kannst du erstmal mitfahren. Bei einer Mofa oder sowas ist das gar nicht so schlimm. Wenn du natürlich eine frisierte Karre hast, die sehr schnell läuft, dann sollte man sowas nicht machen. Ganz zu schweigen davon, dass der Reifen meistens in den Arsch ist. Aber ein Reifen kostet 30 bis 50 €. Gut, das Aufziehen kommt noch dazu. Aber beim Rollerreifen kannst du das eventuell auch selber machen. Ist natürlich eine Quälerei. Muss ein bisschen, ne, da kommt man in Schwitzen bei. Aber das kann man, weil die nicht ausgewuchtet werden. Muss man natürlich trotzdem vernünftig machen und vorsichtig. Das ist ganz wichtig. So, weiter geht's. Guten Abend. So. Warum gibst du immer so freche Antworten? Ja, weil ich alt bin. Ist doch ganz klar, und Demenz geht langsam los. Nee, weil ich so bin. Ich bin einfach so. Ich bin so ein bisschen zynisch, wie man sagt, und so. Und ich finde das schön, wenn man so Dinge reinschmeißt, die erst so nach einem Augenblick ticken. Ne? Andere sind ja sehr direkt oder sie sagen gar nichts. Ne? Also wenn jetzt alle Leute zum Beispiel, die schreiben im Internet, ne? Wenn die zum Beispiel draußen sind, ich glaube nicht, dass manche so viel sprechen, wie sie schreiben. Ne? Aber da ist man anonym, das hatten wir ja alles schon und da ist es einfacher. Und ich mache das, weil ich da einfach Bock drauf habe. Das ist halt meine Art. Ich muss mich nicht verstellen, wenn ich hier bin. Ich bin halt so. Ne? Meine Boxer haben da auch manchmal ein Problem mit. Ne? Wenn ich sage, du pass auf, zieh vielleicht mal den Kopf weg. Ich habe gehört, dass Intelligenz auch bei einem Boxer nicht schädlich ist. Ne? Aber so bin ich halt. So. Den hatten wir, warum gibt es so. Martin, ich denke, du bist was essen gegangen. So. Was düsteres Stück Schaumstoff. Zündkerze nass. Haben wir vorhin telefoniert, Mensch. Das hört sich so an. Das hört sich an, als wenn er zu viel Sprit kriegt, nach dem, was du da schreibst. Habe ich gerade erklärt, wenn zum Beispiel der Luftfilter zu ist, dann kriegt er nicht mehr so viel Luft. Das heißt, er haut mehr Benzin rein, dann stimmt das Gemisch nicht mehr, Kerze ist nass. Dann kommt noch dazu, dass eventuell der Motor heißer wird. Das ist auch noch gefährlich beim Viertakter. Zweitakter nicht so. Haben wir es wieder mit den Zweitaktern. Aber da könnte auch was an den Ventile, Auslass, Einlass, die könnten zu heiß werden, werden undicht und, und. Ich könnte euch da wissenschaftliche Vorträge erzählen. Ne? Aber wir wollen es nicht übertreiben, sonst denkt ihr nachher noch, ich wäre schlau. Ne? Das ist ja dann auch so eine Geschichte. Ne? Wie kann man einen YouTube-Kanal machen, sich vor der Kamera setzen, Roller im Kalten und im Regen schrauben und dann auch noch schlau sein? Das ist schon hochgradig verdächtig. Da müssen wir aufpassen. So, weiter geht's. Was, Nordrider? Wen meinst du, Halsmaul? Habe ich nicht gesagt. Ne? Aber vielleicht macht ihr euch untereinander wieder an. Ach, Rolf, du Arsch. Nico, finde ich gut, dass du mich so nett begrüßt. Ich hab dich auch lieb, Nico. Ja, aber der Name spricht schon dafür, dass du eben so ein bisschen Billig oder so. Ne, das hört sich so an, ich bin nicht rassistisch, aber um die Ecke irgendwo so. Ne? Aber Anstand, ne? Wenn du sowas bei deinem Vater machst oder bei den Verwandten, oh, ruckzuck sind die Zähne weg. Ne? Aber bei so einem Deutschen, ne? So einem alten Rentner, so einem Roller-Rolf-Typ, da kann man das ja mal schreiben. Ne? Kann natürlich auch sein, dass, ja, sagt man immer, das ist die Straßensprache. Ne?
dann sprecht so auf der Straße. Wir sind hier nicht in der Straße, sondern wir sind hier im Internet, wo jeder zugucken kann und so, wo manche Sachen doch hochgradig bedenklich sind. Martin, was bist du im Regen gefahren? Naja, das ist auch hochgradig bedenklich und so. Und wenn er dann Luft zieht, ist die Luft extrem feucht. Das ist schon gefährlich, aber wenn so ein Ding in Ordnung ist, dann passiert da gar nichts. Da muss immer vorher schon ein kleiner Fehler sein. Oh, Ingo ist wieder da und hat geschmeckt, Ingo. Schreib mir, was es gab und ob es geschmeckt hat. Jo, Martin, ja, ihr begrüßt euch auch gegenseitig, finde ich auch gut. Rolf, geh ans Telefon. Ja, wie, geh ans Telefon? Wartet, ich muss mir meine Kippe holen. Mal einen Augenblick warten. So, ich bin wieder da. Ich habe mir gleich zwei mitgebracht. Und dann hören wir aber auf. Ne? Wir sind schon wieder über eine Stunde im Gange. Ich will mal gucken. Ich mache mal ein bisschen auf bengalische Beleuchtung. So. Aber seht ihr, dann spiegelt sich das so blöde da hinten. Wenn ich so mache, nur auch. Wir lassen das mal so, das ist ein bisschen gemütlicher. So. So, was haben wir denn? Martin Rose, ja, Martin, schön, drei so eine Dinger, vier. Nicht, dass er denkt, ich habe einen Tee und verzähl mich schon. So, wie lange wollen wir noch machen? Schreibt mal, wie lange wir noch wollen. Ne, meine Frau ist schon einkaufen gegangen, die kann es nicht mehr hören. So, keiner da. Naja, keiner da, ist ja jetzt nicht richtig. Ne, ich habe schon Veranstaltungen gemacht oder in meiner Diskothek, die ich Anfang 70er hatte, da habe ich aufgeschlossen und habe mich gewundert. Ne? War nur einer oder zwei da, aber musste trotzdem Musik machen und. Nico, geh mal ans Telefon. Schon wieder? Bitte geh mal ans Telefon ran. Ich kann da jetzt nicht telefonieren, wenn ich hier mit meinen Rollerfreunden sitze. Nico, meinst du, dann gehe ich telefonieren? Hä? Nico beleidigt dich. Boah, mich kann man doch gar nicht beleidigen. Ich bin schon durch die Hölle gegangen, Mensch. Ne? Wer will mich denn beleidigen? Mich können nur Menschen beleidigen. Ich glaube, meine Frau ist... Wie lange wollen wir machen? Bis 20 Uhr. Noch bis 20 Uhr. Na, habt ihr einen weg? Habt ihr schon mal auf Uhr geguckt? Ich will mir, wenn ich schon nicht zum Training gehe, ne? Obwohl ich ja... Ne? Hier, sehen wir mal einen Tritop hier hinten. Ne? Die Muskeln wachsen und ich muss da auch wieder ran. Morgen habe ich wieder Boxer. Ne? Bis 20 Uhr ist ein bisschen lange. Meine Frau ist schon vom Einkaufen wiedergekommen und wundert sich, dass ich immer noch rede. Ne? Aber die kennt das schon. Ne? Die schaltet ihr Hörgerät ab und dann geht. So. Was für eine Frage, ja, das sagen immer viele, sie kommen nicht dran. Ne? Und da muss da auch mal ein bisschen die Füße stillhalten, weil, wie gesagt, ihr könnt den ganzen Tag oder den ganzen Monat mir Nachrichten schreiben. Ich sehe auch zu, dass ich die beantworte. Ne? Und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Wenn wir hier so sitzen und da rattern die E-Mails rein oder Nachrichten, wie auch immer, dann ist das schwierig. Kiwi-Marke, ja, natürlich kenne ich die, habe ich doch auch schon geschraubt. Hast du wieder nicht meine Videos geguckt, Mann? Ey, das macht mich traurig. Ne, wenn ich meinen Kontoauszug kriege, wenn die wieder überweisen, dann fehlen mir diese 3 Cent von dir, weil du nicht geguckt hast. Ne? So, weiter geht's. Hast du WhatsApp oder Skype? Pass auf, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich muss das nochmal erwähnen. Ich nehme keine Telefongespräche mehr an, wo eine verborgene Nummer ist.
weil ich das völlig schwul finde. Ihr wollt was von mir, wollt mit mir sprechen über irgendein Problem und macht auf Geheimagent. Was denkt ihr? Ich bin NSA oder wie die heißen? Hä? Ne? Das ist, und seid aber bei Facebook, bei YouTube und sonst für ein Kram und ruft mich mit einer verborgenen Nummer an. Ne? Da gehe ich gar nicht mehr ran, weil wisst ihr, wie oft ich hier Telefon hatte, wohl mit der Hundegeschichte zum Beispiel? Das haben viele von euch, haben das im Vierteljahr oder im halben Jahr. Und in Zukunft werde ich das auch so machen. Ich gehe weiter Rollerschrauben. Ich habe noch ein paar Leute, denen ich das versprochen habe. Wenn einer das möchte, dass ich ihnen helfe und vorbeikomme und Rollerschraube, dann haltet euch bitte an die Bedingungen, die da stehen. Ich will kein Geld dafür haben, aber ich möchte ein Video machen. Und deswegen schickt ihr mir ein kleines Video, wo ihr drauf zu sehen seid. Es sei denn, ihr seid so hässlich, dann möchtet ihr es aber auch sehen, dann könnt ihr euch einen Sack über den Kopf ziehen. So einen blauen Müllbeutel. Ne? Und dann schildert ihr mir, was für ein Problem ihr am Roller habt. Dann komme ich hin, repariere den Roller und dann verabschieden wir uns wieder. So wie die Autodoktoren. Die sind zum Beispiel cool, die liebe ich. Weil die auch ein Bier trinken gehen. Gut, die machen das nicht vor der Kamera, aber die sagen, sie gehen eins trinken. Und dann komme ich auch runter. Und die paar Leute, wo das jetzt noch anders gehandhabt wird, mache ich, weil es überrollt mich. Es wird einfach zu viel. Ich muss auch noch Zeit für andere Dinge haben, Geld verdienen und meine Garage fertig machen und Training mit meinen Leuten. Wie geht es dir so, Nico? So im Großen und Ganzen merkt man, da geht es mir gar nicht so schlecht. Ne? Ich kann zufrieden sein. Für mein Alter habe ich mich noch gut gehalten. Die Haare gehen mir ein bisschen aus, aber im Großen und Ganzen ist alles gut, Nico. Ne? Was hast du denn mit deinem Telefon? Ich gehe doch nicht ans Telefon, wenn ich hier mit den Leuten quatsche. Ne? Lass uns ehrlich sein, das ist doch scheiße. Ne? Und ich habe auch keinen Bock, jetzt jeden Tag das zu machen. Eigentlich ist so meine Mission Rollerschrauben. Natürlich bin ich auch so ein Laberkopf. Ne? Ich könnte alles verkaufen. Ich habe Angebote von Versicherungen gekriegt und. Aber ich kann nur Dinge verkaufen, wo ich auch überzeugt bin, dass die gut sind. So, und bei den meisten Artikeln, also ich mag nicht einer Rentnerin oder einer 80-jährigen Oma eine Versicherung aufs Auge drücken, nur weil ich eine Prämie kriege und mich dann noch daran aufgeile und das den anderen erzähle. Sowas kann ich nicht. Das ist nicht ehrenwert. So eine Sache macht man nicht. Was ist mit Nico? Nico beleidigt mich. Mach doch einen. Ja, wie? Der hat doch gar kein Telefon. Mensch, der läuft doch um den Baum rum und trommelt, der Nico. Weil mein Telefon hätte doch geklingelt. Und meine Nummer rauszukriegen, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn irgendjemand mit dem Hund zum Beispiel, ist doch kein Wunder, dass ich so reagiere. Ich habe gesagt, meine E-Mail-Adresse, ne, von meinem Beruf. Da steht Kontakte. Da stehen auch Telefonnummern drauf. Ich habe sogar noch einen Festanschluss. Und da kann man mich erreichen, wenn die Leute noch niemals bereit sind, auf diese Seite zu gehen. Ne? Lasst uns ehrlich sein. Die sollen so einen schwierigen Hund nehmen, ey, der landet nach 4 Wochen im Tierheim oder wenn sie in Urlaub fahren, binden sie den an der Autobahn. Ne, das ist doch alles daneben, sowas geht doch gar nicht. So, nochmal Nico. Nico, du bist echt ein Geiler. Ne? Du scheinst sogar den richtigen Namen zu benutzen, hast ein Foto da drauf. Nico, komm samstags mal vorbei. Wenn ich den Raum angemietet habe und so, und dann machen wir Boxtraining. Ne? Echt, ich verschönere auch Gesichter, wenn es drauf ankommt. Aber ich bin immer locker. Ne? Weil ich haue nicht richtig und so, das macht man nicht. Wir sind Sportfreunde und so. Und wenn man einen Wettkampf hat, ist das was anderes. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer kennt jeder. 4711 007. Man nennt mich auch James Blond. So, habe ich gerade erklärt. Wenn man das will, kriegt man die raus. Ne? Ich bin nämlich, hört sich auch geil an, ne? Ich bin eine Person mit öffentlichem Interesse. Deswegen darf man mich auch aufnehmen. Ich habe übrigens jemanden, der ein Kunstfotograf,
Falls der zuguckt, grüße ich den auch aus der Schweiz. Der Mann hat super Fotos gemacht. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber der Junge ist gut. Ne? Und den grüße ich, weil der gerade in der Schweiz ist. Ne? Du wolltest mir die Fotos schicken, musst du wahrscheinlich erst einscannen, weil du noch so ein Künstler bist. Der fotografiert noch mit Film und Schwarz-Weiß und alles. Habe ich früher auch mal gemacht in meiner Jugend. Zur Kunst hat es nicht gereicht. Ist eine tolle Sache und so. Und ich freue mich auf diese Fotos und meine Leute, Jungs und Mädels, die bei mir Boxtraining machen, die warten auch schon auf die Fotos. Ne? Aber mach keinen Stress und so. Ich weiß, dass du gut drauf bist. Du bist netter. Wir kriegen die Dinger und dann werden wir begeistert sein, weil du nämlich das Gefühl dafür hast. Zumindest ist das so meine Menschenkenntnis. Ne? Naja, gut. Was haben wir noch? Ja, Mensch. Nico, du bist mein bester Freund. Ja, du bist nicht griechische Nachrichten, der Nico, ne? Der Boxtrainer. Außerdem, lass uns ehrlich sein, wie viele beste Freunde hat man? Hä? Facebook-Freunde, manche haben 1000. Sind das Freunde? Also, finde ich schon sehr, sehr zweifelhaft. Mag natürlich sein, Nico, dass wir befreundet sind. Aber ich bin eigentlich nur mit einem einzigen Nico befreundet. Und das ist wirklich ein Freund. Ne? Und der ist schon cool. Ich sage immer griechische Nachrichten, weil das ein Grieche ist. Und so, das ist Nico. Sag, wo du wohnst, ich komme vorbei. Ey, das steht auch überall, Nico. Und dann willst du mir welche in die Fresse hauen? Oder was wolltest du mir damit sagen? Du bist jetzt aber ein bisschen komisch, Nico, ne? Schick mir mal ein kleines Video, damit ich sehe, da kann ich mich ein bisschen vorbereiten. Weißt du? Kann ja sein, dass du so ein Rocky-Typ bist. Ne? Naja. Nico, bleib locker. Sag ich dir ganz ehrlich, Nico, ich habe 30 Jahre, habe ich Tür gemacht, Security, all diesen ganzen Kram. Ne? Ich bin dreimal angestochen worden, zweimal angeschossen und ähnliche Dinge. Also bevor ich mich in eine Hose mache, das dauert ein bisschen. Außerdem, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin, trage ich jetzt seit Längerem schon Pampers. Ne? Also bleib locker, lass uns diese ganze Geschichte beenden, lass uns wieder lieb haben und dann ist es okay. Wenn nicht, Nico, wäre schade. Ne? Weil es gibt Zeiten, wo man nett zueinander ist, es gibt auch Zeiten, wo man nicht mehr so nett ist. Aber das muss doch kein Mensch haben. Wofür? Ne? Weil man im Internet irgendeine Kacke schreibt. So, außerdem kannst du dir mal meine Videos angucken. Ich bin zwar ein älterer Herr, ich habe ja meinen Boxkanal. Da sind fast 400 Videos drauf. Da mache ich auch Sparring mit den Leuten. Ich halte mich immer ein bisschen zurück, weil das sind ja Kunden von mir, die ich auch leiden mag. Wenn ich jemanden nicht mehr leiden mag. Ja, ne? Der kleine Teufel, der in mir drin sitzt. Ich habe ihn gebändigt, aber den sollte man nicht wachrufen. Aber ich will nicht über so eine Scheiße reden. Naja, so, was haben wir denn noch hier? Was kann ich empfehlen? Oh, die kenne ich gar nicht, die Marke. Ja, Security. Ja, Steven Klein, machst du auch Security? Ja, ich habe das eigentlich ganz gerne gemacht. Aber manchmal reagiert man über und dann ne, haut man sich mit Leuten rum, dann landest du vor Gericht und die Bezahlung heute ist auch nicht mehr so gut. Ich habe bei meinem besten Job, seit ich noch ein junger Bengel war, D-Mark-Zeiten, habe ich 500 D-Mark am Abend gekriegt. Allerdings warst du auch froh, wenn du noch gelebt hast und konntest die abholen. Klingt jetzt wieder ein bisschen überzogen, aber das waren dann schon Läden, da ging es richtig zur Sache. Da wurde man eben so auf Toilette und dann ging man eine Pistole los. Das gab es auch schon früher, ne? Nicht nur heute. Naja.
Wann machst du den einen Roller fertig? Welchen meinst du? Schreib mal welchen. Diese China-Büchse oder den Peugeot? Ne? Ich würde gerne den Peugeot fertig machen vom Sascha. Ne? Aber da müssen wir ran. Das war diese Geschichte, erzähl ich oder? Habt ihr ja vielleicht auch gesehen auf dem Video. Das war die Geschichte, wo ich mit der Entlüftung. Das ging voll nach hinten los. Jetzt habe ich mir so ein Gerät gekauft zum Entlüften. Irgendwie war ich scheiße drauf den Tag. Das hat mich auch genervt. Ja, andere stellen sowas gar nicht rein, wie sie scheiße bauen. Aber ich stelle das auch rein, weil ich mir ganz einfach sage, das gehört dazu. Keiner ist perfekt, wir machen alle Fehler. Und im Grunde genommen ist es so, das passiert nun mal. Wenn du schraubst, machst du auch mal Fehler. Selbst die Erfahrensten in der Werkstatt machen Fehler. Und. Und deswegen habe ich gedacht, ist egal, setz das mal so rein. Und dann ist es okay, dann sehen die Leute auch mal, dass du Scheiße baust. Und das war echt ein ganz dummes Ding. Und jetzt habe ich mir jedenfalls so ein Teil gekauft, wo man vernünftig mit entlüften kann. Ich will das entlüften bei dem Peugeot, bei Sascha. Sascha, falls du zuguckst, es ist bannig kalt. Ich wäre gern schon fertig mit deinem Ding, damit ich den nächsten rannehmen kann. Und außerdem, damit du das Ding wieder zur Verfügung hast. Und kannst damit wieder rumfahren. Ne, bei dem Wetter ist jetzt nicht ganz so wild. Ne, außerdem wollte ich dir eventuell mal einen Rechner geben. Haben wir ja drüber gesprochen, Sascha. Und so. Also wir nehmen das in Angriff, aber das wird schon nochmal eine Aktion. Wir müssen an die Wadeo gehen, weißt du ja, weil der Anlasser springt über und all so ein Kram. Das mit Lüften kriegen wir diesmal hin, auch schneller hin und vernünftig. Und so, nicht nur, weil ich dieses Gerät habe. Ne? Sondern weil ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Und es ist ja nicht der erste Roller, den ich entlüfte. Guckt euch andere Videos an, da hat es geklappt. Da ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe gedacht, ich mute euch das mal zu, dass ich euch das zeige und dann ist es okay. Naja, so. Was das Härteste war, na, ich habe mal 3 Monate an einem Roller geschraubt. Ne? Also es war schon hart, aber wir haben ihn dann trotzdem hingekriegt. Kann ich auch nochmal erwähnen. Ich habe beim Schnitt von ungefähr, so im Schnitt mache ich so 2, vielleicht auch 3 Roller im Monat. Ich mache nicht bei jedem Video. Ne? Weil manchmal ruft mich irgendjemand an, ich fahre los, helfe denen, habe die Kamera gar nicht mit. Oder ich bin auf einer Hauptstraße, wo die Autos langfahren oder viele Leute langgehen, da kannst du kein Video machen. Also mache ich da gar kein Video. Und ich habe ungefähr eine Quote von so schätzungsweise bei 100 Rollern von 96, die ich zum Laufen kriege. Ne? Und insofern ist da vieles, was von den Leuten erzählt wird und so. Und wenn sie erzählen, ich krieg's nicht hin, ist immer nur eine Frage des Einsatzes, den er bringt. Geduld gehört dazu, dann kommt natürlich Erfahrung dazu. Man muss sich mal die Finger schmutzig machen, man muss auch mal die Zähne zusammenbeißen, auch wenn es draußen kalt ist. All das gehört ein bisschen dazu. Ne? Machst du auch Besuche in Rheinland-Pfalz? Du, ich mache auch Besuche in Peking. Weil da kommen die ganzen China-Roller her. Ne? Was soll ich mit meinem Smart, ne, nach Rheinland-Pfalz fahren? Lass uns ehrlich sein, dann komme ich da hin und dann ist das ein kleines Problem. Da bin ich stundenlang mit meinem Smart gefahren, ne, habe die Umwelt verpestet. Ozonloch, müsst ihr auch dran denken. Dann gehe ich da ran, nach einer halben Stunde fahre ich wieder weg. Und so, wir versuchen doch erstmal über E-Mails, über meine Videos. Guckt euch die Videos an, guckt euch bis zum Schluss an. Und haut nicht wieder rein, wenn ihr gar nicht bis zum Schluss geguckt habt. Das ist immer ziemlich komisch dann. Diese Kommentare passen dann immer nicht. Das habe ich aber auch schon gemacht. Ich habe mir Dinge angeguckt, sage ich euch ganz ehrlich, habe mir eine Meinung gebildet und im Grunde genommen war es so, und das ist eigentlich das Schlimme. Ich habe dann dazu was geschrieben und im Nachhinein habe ich festgestellt, das war Kacke. Ja, Livestream Nico. Ingo, was mit dem Nico? Ist das ein Kumpel von dir oder was? Ne? Können wir uns den mal live angucken, den harten Jungen. So,
Naja. Genau, wir haben noch den habe ich auch noch in engerer Wahl für den Vollpfosten des Monats und so. Den Actionkäse. Der ist auch cool. Ne? Der hat aber auch, kannst du nichts auf die Seite stellen, hat kein Bild drauf, keine Videos, ist aber der Actionkäse. Ne? Ne? Kann man ja mal so sagen. Ne? Und ist mein Schwengel noch so klein, da passt auch ein Käse rein. Oder der passt auch in Käse rein. Der ist also auch in der engeren Wahl. Hat mein Friedensangebot auch abgelehnt. Ne? Weil irgendwann, wenn ich da zigmal geschrieben habe, irgendwann langweilt mich diese ganze Geschichte auch, sage ich euch ganz ehrlich. Ne? Und dann will ich den Leuten noch eine zweite Chance geben, dass man normal miteinander umgeht und dann nicht diese Vollpfostenaktionen und so mit Beschimpfen und all diesen ganzen Kram, das ist doch echt übel. Ne? Also das muss kein Mensch haben. Ne? Naja. So, Sabrina kennt den Nico nicht. Wo weiß ich, muss man den kennen? Roller Rolf muss man kennen, aber muss man Nico kennen? Oder Boxer Müller kennt man auch. Ne? Aber weiß nicht, ob man Nico kennen muss. Ich kenne meinen Nico, ne? Griechische Nachrichten, harter Junge, russische Boxschule, habe ich immer Sparring mitgemacht, hat mir auch mal einen Zahn entfernt, aber das ist ein Freund von mir. Und meine Deckung war schlecht, der Zahn tauchte auch nichts mehr, war das Ding eben raus, was soll's. Ne? So. Wir machen auch gleich Schluss hier. Ne? Mal gucken, meine Frau ist auch vom Einkaufen wieder da, die macht Essen und so. Ich muss ein bisschen Nahrung aufnehmen. Normalerweise hätte ich zum Training gemusst, ich faule Sau. Na, jetzt habt ihr mich wieder aufgehalten, ihr seid schuld. Einer muss schuld sein. Naja, so, was soll's. Ne? Habt ihr noch irgendeine vernünftige Frage, bevor wir hier zum Schluss kommen? Ansonsten sehen wir uns morgen. 20 Uhr bis 21:30 Uhr. Wir fangen pünktlich an, wenn ich es dann hinkriege. Und wir hören auch pünktlich auf, weil ich muss Nahrung zu mir nehmen. Ich muss auch noch mal in Ruhe vorm Fernsehen sitzen. Ich mache dann auch mal Wellness, Fußball und so eine Kram. Ne? So ein bisschen die Nasenhaare entfernen oder was man so macht, wenn man Wellness macht. Ich weiß nicht, ob das bei mir was nützt, aber man kann es ja machen. So, Mike, was hast du? Honda Bally für 100 Euro kaufen. Ja, hört sich doch gut an. Ist doch Honda, ist eine gute Maschine und wenn das Ding nicht Rott ist, ne, kann man doch das nehmen. Tauschen, was willst du? Warte mal, das rutscht hier schon wieder hoch. Taugen die was? Pass auf, du hast keine Rollererfahrung, das merke ich sofort. Sei mir nicht böse, wenn ich das so sage. Ey, Honda ist schon Hammer. Die sind aber auch teuer. Die Teile und so von Honda kosten richtig Geld. Aber wenn die Dinger rennen, dann rennen die. Aber ein Rex-Roller, wenn der rennt, rennt er auch. Nur bei Honda, die haben eine längere Lebensdauer, die Qualität ist ein bisschen besser und so. Die halten schon wirklich lange. Es gibt also 100 Roller, die teilweise rumfahren, die sind 30 Jahre alt. Ne? Mein Typ, den wollte ich auch noch grüßen. Ne? Emil, ne? Schrauberärmel, ne? Aus Portugal. Der Typ, der ist ein Honda-Fan. Der hat 4 Honda-Roller. Der ist sogar mit einem schon nach Portugal gefahren. Der ist geil drauf. Hat im Augenblick beruflich, hat er sehr viel zu tun, hat auch sehr schöne Videos. Der Junge kann richtig was und ist ein ganz netter, höflicher Mensch. Der hat mich mal besucht und so, als ich hier in Hannover einen Roller geschraubt habe. Da haben wir uns ein bisschen kennengelernt und der ist echt cool und den grüße ich. Vielleicht hat er sogar Zeit. Der fährt nämlich Bus und hat gerade Zeit, dass er Pause hat und hat sich mal kurz eingeklinkt. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil das ist ganz schön stressig. Aber der Junge will ein bisschen was noch erleben. Und deswegen muss er zusehen, dass er Kohle ranschafft. Ne? Aber müssen wir ja alle. Ne? So. Aus Österreich. Ja, grüezi miteinander. Kommt er der nicht her? Der Dingens. Rain. DJ Bobo. Kommt er nicht auch aus Österreich oder ist er aus der Schweiz?
Ne? Ich finde DJ Bobo zum Beispiel cool. Der macht auch für Helene Fischer, macht der diese Bühnenshows und all so Kram, noch für ein paar andere. Der hat was drauf, der Junge. Und das für einen Schweizer. Ne? Normalerweise sind da ja viele Steuerflüchtige. So. Was hast du denn, Kolbenfresser? Ja, kann passieren. Ja, aber 120 ist schon viel. Ne, muss man sagen, wenn du 120, wenn du das Ding selber reparierst, ist das schon eine ganze Menge. Ne? Und so. Aber bei Honda, das ist die Honda Balli, ja, da kann es auch teurer werden. Ne? Honda-Teile sind echt arschteuer. Mach dich da vorher schlau, bevor du den Ofen kaufst. Nicht, dass du dir eine Honda kaufst, das ist bei vielen Sachen so. Man kauft irgendwas und die Ersatzteile sind wahnsinnig teuer. Und dann zum Schluss hat man sich selber gefickt, auf Deutsch gesagt. In welcher Stadt ich wohne? Ja, ich wohne in der Stadt, wo man denken, wir sind eine Weltstadt. Weil wir ab und zu ja, Messe haben in Hannover. Ich bin Hannoveraner. Woran hört man das? Wir sagen immer 11. Dann merkt man, dass jemand aus Hannover kommt. Ne? Was ist hier? Wilde 13? Hab ein Problem mit dem Gaszug. Gerissen. Och, naja. Mensch, dann bau den neuen rein. Das ist ja jetzt nicht wirklich ein Problem. Habe ich auch ein Video drüber. Guckt euch das an. Ich mache jetzt genau noch 2,5 Minuten und dann breche ich ab. Wir sehen uns morgen. Können wieder einige nörgeln, weil sie nicht rangekommen sind und so. Aber wenn ihr so schnell schreibt, dann müsst ihr mal ein bisschen locker bleiben. Und außerdem könnt ihr mir ja auch so schreiben. Ne? Und dann ist alles okay. Dann kriegen wir das schon in den Griff. Aber Gasbau und Zug. Guckt ihr das Video an, falls ihr es nicht weißt. Aber es ist jetzt nicht so eine schwierige Sache. Da hakst du unten beim Vergaser ein, dann gehst du nach oben. Ne, musst du wahrscheinlich solche Verkleidung, die musst du eventuell abbauen, dann hakst du das Ding oben ein, wo der Griff ist, dann musst du das ein bisschen lösen, zack, und dann ist die Sache durch. Ne? Also das ist jetzt nicht wirklich das große Problem. So, was haben wir denn hier? Was hast du? Du hast trotzdem Sex, Martin Rose. Aha, naja, warum nicht? Du, sogar im Altenheim haben sie doch Sex, habe ich gehört. Ne, die sollen so wild sein, ne? Da geht die Post ab. Ich war mal Getränkefahrer, da habe ich dann mal Sachen hingeliefert zum Altenheim. Die haben immer so Sachen, wo du denkst, die sind tierisch gesund, ne? Klosterfrau Melissengeist, und wenn du drauf guckst, hat das Zeug 13%.